Hallo, liebe Wohnmobilfreunde, hier ist der Guido von GLS-TV. So, wir haben einen Karthago in der Werkstatt, der bekommt eine 200 Watt Solaranlage Schindeltechnologie. Die ist noch von der Messe, die verbauen wir natürlich auch im November, das ist ja klar. Was man verspricht, muss man noch halten. Und das gucken wir uns jetzt mal eben an und dann gehen wir mal zu unserem neuen YouTube-Star Andreas. Also, bis gleich. Ja, Bude steht voll. Ne? Hier steht noch einer, der wartet. Dann haben wir, ja, hier ist auch wieder alles voll. Hallo Damian! Hallo Guido! Alles gut? Ja, bei dir? Ja, lange nicht gesehen, wa? Genau. Hattest du letztens mal, wie ich da war, hattest du Urlaub? Ja, das stimmt. Ja. Und, kommst du klar hier mit dem Wohnmobil? Ja, so wie immer. Macht doch Spaß, oder? Ja, genau so. Was machst du jetzt gerade? Ah, jetzt gerade sind ich schon vorbereitet, einen Reifen für morgen. Ah, sieht nach Winterreifen aus. Ja, so ist das genau. Okay, alles klar, danke. Hier nebenan ist der Andreas, nehme ich mal an. Ich glaube, der ist da, ja. Wir schauen mal rein. Bis zum nächsten Mal, ciao. Bis zum nächsten Mal, ciao. Ja, wie man sieht. Andreas? Guck mal hier, der schöne Karthago, schick. Den hat der Andreas jetzt hier wieder unter sich. Ich denke, der telefoniert gerade, ist auch nicht schlimm. Wir gucken schon mal hier vorbei, ne? Da. Ich gehe mal einfach mal hoch, wenn hier schon mal eine Leiter steht, dann gehe ich hier einfach hoch. Schönes Emblem hier hinten drauf, ne? Hier, der König der Löwen. Oh, was sehe ich da? Ja, Schindeltechnologie, ja. Die Anlage kennt ihr ja, die haben wir ja auch im Programm. Ne, sehr schön verarbeitet. Guck mal, die Naht, das kann man, so kann man das machen. So kann man sich da auch sehen lassen, sehr schön. Und ja, Kabel müssen noch ein Kabelkanal und da passt natürlich noch mehr drauf. Aber wie gesagt, das war noch ein Kunde, das wollte ich nämlich auch mal zeigen. Der hat, da bin ich, der hat auf der Messe unsere Schindeltechnologie gekauft, 200 Watt, zwei Platten mit Victron Smart Regler. Zu einem Sonderpreis, den wir ja auch noch bis Ende des Jahres im Programm haben. Ne? Also können wir immer noch nachbestellen. Sind auch noch ein paar da, wenn ich richtig informiert bin bei meinen Partnern. Und lohnt sich auch noch zu dem Preis bis zum 31.12.2022. Ja, der Andreas macht das jetzt hier soweit fertig. Und ja, solche kleinen Aufgaben erledigen wir natürlich auch. Wo haben wir ihn denn? Wo ist er denn? Andreas? Hier. Da, ich höre es schon. Ich komme mal rein. Warte mal, ich setze mich mal hier hin. Das ist ja ein Karthago. Hallo Andreas erstmal. Ja, hallo Guido. Hi, das ist ein Karthago-Fahrzeug. Den hast du da oben schon auseinandergebaut. Ja. Wie immer, wie beim letzten Mal. Ich hab, genau. Ich habe im letzten Video hab ich noch gezeigt, wie es wieder zusammengebaut ist. Weißt du noch, wie wir in dem Chausson, war das ein Chausson? Ja, genau. Ja, da haben wir doch da gestanden. Da war richtig ziemlich zerlegt. Ja. Genau, da war richtig zerlegt. Und ich war jetzt auch froh, dass ich von den Abständen so hier war, dass man auch sagen kann, wenn du das wieder zusammengebaut hast, damit man auch mal sieht, ah, guck mal, das kriegen die auch wieder zusammen. Also nicht lassen hier so den Kunden weiter. Ja, aber du weißt ja, wie es ist. Das kann sich vielleicht der eine oder andere nicht vorstellen, wie viel Arbeit das ist. Ja, und ich habe das Auto gerade gezeigt und das sieht ja so aus, wie der Mann das hier abgegeben hat. Ne, wie der Kunde. So, das ist ja unser Bestreben. So, und das ist jetzt ja hier auch. Ja, nicht wissen, das muss man ja die ganze Schränke zerlegen, um ja die Kabel zu verlegen. Ne? Also, genau. Da oben wird alles ausgebaut, unten wird alles abgebaut. Um ja den Kabel schön zu verlegen, damit man ja auch später ja auch den Kabel nicht sieht, ne? Genau. Ja. Du sollst ja möglichst nicht sehen, dass wir da waren. Genau. Ne, so unsichtbar. Gut, jetzt haben wir hier bei dem Karthago nicht so viel Arbeit wie bei dem Chausson. Das heißt, er bekommt nur die Solaranlage. Nur zwei Platten kriegt er, ne? Genau. Und einen Solarregler. Und dann schließen wir eine Batterie an. Alles klar. Schindeltechnologie 200 Watt. Die hatten wir zur Messe, hatten wir die noch so ein bisschen beworben als Messeangebot und als Rest des Jahresangebot. Ja. Und das wollen wir nochmal wiederholen. Bis zum 31.12.22 kriegst du die immer noch zum gleichen Preis. Das ist vielleicht für den einen oder anderen sehr interessant. Ja, solche kleinen Aufgaben machen wir natürlich auch. Da oben kommt jetzt der Regler rein oder kommt der unten hin zur Batterie?
denke, dann baust du den dazu Batterien. Ja, genau. Dann hat er da ja auch mehr Platz im Schrank. Ne? Richtig, genau. Macht auch mehr Sinn, den in der Nähe der Batterie zu bauen. Ja, gut. Wenn wir hier nicht mehr zeigen können, dann ist das halt so. Dann hat mich das gefreut. Leider gibt es ja nichts mehr hier. Ja, gut. Dann hat mich das trotzdem gefreut, dich wieder mal zu sehen und zu sprechen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ja, ich wünsche jetzt, ich wünsche dir jetzt erstmal frohe Weihnachten und einen guten Rutsch, weil ich bin jetzt weg. Ja, schade. Wir hätten dich ja gerne hier oft gesehen. Gut, ich krieg ja alles übermittelt an Videos und die arbeite ich dann ein. Wir werden dich also immer noch sehen. Gut. In dem Sinne, mach's gut, ne? Ciao. Ja, ciao, Guido. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, ne? Wir löschen jetzt nochmal den Hof ab. Hier. So. Ich meine, könnte schlimmer sein, ne? Oder unangenehmer. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, ich setze mich jetzt in mein Wohnmobil und fahre los. Morgen oder übermorgen. Und ja, GNS Bettbusch hat sich echt etabliert, kannst du nicht anders sagen. Viele aus dem Umkreis, viele, die auch die Nähe zur A61 gut finden. Viele, die Richtung Spanien unterwegs sind, aus dem Norden kommen und über die 61 über Luxemburg fahren. Ja, ist alles ja kein Problem. Das sind 1,5 Kilometer sind das hier von der Autobahn weg. Bettbusch liegt bei Köln oder unterhalb von Köln. Und ja, kann ich euch nur empfehlen. Ne? Hier gibt es auch einen Fiat Professional Service, wenn ihr irgendwann noch Fiat an Garantiearbeiten habt. Auch kein Problem. Alles her damit. Ruft den René an, der hat immer ein offenes Ohr. Vor allen Dingen ist das der Kfz-Meister hier und der hat natürlich auch den Durchblick. Ja, was Wohnmobil angeht, könnt ihr über das Kontaktformular gehen. Ihr könnt den René anrufen. Ihr könnt hier eine E-Mail hinschreiben. Lasst euch ein Angebot machen. Hier, Schindeltechnologie ist noch bis Ende des Jahres bei unseren Partnern im Angebot. Das ist überhaupt gar kein Problem. Da haben wir auch noch ein paar. Also viel ist es nicht mehr. Ja, aber wir haben noch ein paar. Ja, ansonsten melde ich mich von meiner Reise Richtung Spanien. Und ja, ob ich da jetzt direkt hinfahre oder noch irgendwo anders hin, das entscheidet sich morgen früh. Aber das sage ich euch natürlich, das ist ja klar. In dem Sinne, bleibt gesund, macht es gut, lasst es euch gut gehen, esst was Gutes, trinkt was Gutes. Euer Guido von GNS TV.